Kann es sein, dass unsere Arbeit keinen Wert mehr hat? Und warum machen wir den ganzen Amazonas platt? Menschen hungern, Tiere leiden und die Erde blutet aus. Doch der Michel sitzt am Lenkrad und fährt seinen Turbo auf. Jemand muss was sagen, jemand muss protestieren, damit wir nicht auch den Rest unserer Menschlichkeit verlieren. Und nun stehen wir wieder hier auf unserem Platz vorm Schloss. Über uns wacht Wilhelm hoch zu Ross. Ob bei Regen oder Sonne, jeden Montag sind wir da. Für den Frieden, für die Liebe, ja für ja. Wie kann es sein, dass Waffen Frieden bringen sollen? Und wer versteht, warum die Reichen immer reicher werden wollen? Warum Mütter ihre Kinder nicht mehr selbst durchs Leben führen und die Leidenden der Kriege keine Herzen mehr berühren? Jemand muss was sagen, jemand muss protestieren, damit wir nicht auch den Rest unserer Menschlichkeit verlieren. Und nun stehen wir wieder hier auf unserem Platz vor Schloss. Über uns wacht Wilhelm hoch zu Ross. Ob bei Regen oder Sonne, jeden Montag sind wir da. Für den Frieden, für die Liebe, ja für ja. Kann es sein, dass Handys teurer sind als Menschenleben und dass wir auf unsere Freiheit keinen Cent mehr geben? Warum glauben wir dem Fernseher mehr als unserem Verstand? Und wir denken, das zu ändern läge nicht in unserer Hand. Komm, du kannst was ändern und du musst akzeptieren, dass wir sonst auch noch den Rest unserer verlieren. Und nun stehen wir wieder hier auf unserem Platz vorm Schloss. Über uns wacht Wilhelm hoch zu Ross. Ob bei Regen oder Sonne, jeden Montag sind wir da. Für den Frieden, für die Liebe, ja für ja. Wie könnte es sein, wenn wir von Völkern und Kulturen lernen, anstatt dass wir uns von Werten und Moral entfernen? Helfen geben macht uns glücklich und die Einsamkeit verringert. Wenn ein jeder sich auf Liebe, Freundschaft, Mitgefühl besinnt, komm, du kannst was sagen und du musst protestieren, damit wir nicht auf den Rest unserer Menschlichkeit verlieren. Und nun stehen wir wieder hier auf unserem Platz vorm Schloss. Über uns wacht Wilhelm hoch zu Ross. Ob bei Regen oder Sonne, jeden Montag sind wir da. Für den Frieden, für die Liebe, ja, nun stehen wir wieder hier auf unserem Platz vorm Schloss. Über uns wacht Wilhelm hoch zu Ross. Ob bei Regen oder Sonne, jeden Montag sind wir da. Für den Frieden, für die Liebe, ja für ja. Ja, für ja. Oh,
willkommen zu unserer heutigen 28. Braunschweiger Mahnwache. Ich gehe mal ein Stück zurück, dann sieht man ein bisschen besser. Ja, gestern war ein historischer Tag. 25 Jahre Mauerfall ist gefeiert worden. Ihr habt es wahrscheinlich im Fernsehen gesehen, die großen Jubelfeiern, die dort waren. Es gab aber auch mehrere Demonstrationen in Berlin. Sie waren genehmigt, aber es waren nicht so sehr viele Menschen da. Problematik war halt gewesen, dass die Polizei weiträumig das Regierungsviertel abgeblockt haben und teilweise die Menschen schon in den U-Bahnen zurückgehalten wurden und die Menschen gar nicht zu den Demonstrationen halt durchkamen. Wer die Videos bei YouTube sich mal anschaut, der sieht, was da für eine immense Polizeipräsenz halt da vor Ort gewesen ist. Und auf jeden Fall ist zumindest, soweit ich das bisher beobachten konnte, alles halt friedlich abgelaufen. Man hatte mit Eskalationen gerechnet, mit Provokateuren gerechnet, aber soweit man das sehen konnte oder ich das gesehen habe bis dato, ist es alles relativ friedlich dort in Berlin abgelaufen. Aber das Fernsehen war natürlich auch voll davon, vom Mauerfall. Und gestern Abend habe ich mir dann mal den Günther Jauch angeschaut, da ging es ja auch um das Thema 25 Jahre Berliner Mauer. Und da ist mir ein Satz ganz besonders aufgefallen, das nämlich hieß, dass sowohl die Bundesregierung 1989 als auch das Weiße Haus beide vor der Öffnung der Grenze bereits verkündet haben, dass die Grenzen offen sind. Das hat mich irgendwie ganz stark dann an 9/11 erinnert, als das Einstürzen der Türme berichtet wurde, bevor die Türme eingestürzt waren. Und was auch passiert ist, dass dort herauskam aus diesen ganzen Erzählungen der Menschen, dass gerade dadurch, dass die Bundesregierung und auch das Weiße Haus davon erzählt haben, berichtet haben, dass die Grenzen offen waren, erst dadurch sind diese riesigen Menschenmassen an die Grenzen gekommen. Also wer bisher noch glaubt, dass das alles, die ganze Revolution, der Mauerfall, die Grenzöffnung, dass das alles nur durch das Volk gekommen ist, weil sie sich dann versammelt haben und plötzlich alle vor der Grenze standen und sie nicht mehr zurück konnten. Ich glaube, der muss da mal anfangen, mal drüber nachzudenken, was da wirklich passiert ist. Für mich, meine persönliche Meinung, für mich ist es halt einfach so, der Osten, die DDR, die war wirtschaftlich völlig am Ende. Der Westen brauchte neue Absatzmärkte. Dann hat man sich einfach zusammengetan. Es sah so aus, als wenn das Volk das Ganze erledigt hätte. Aber wenn ich dann solche Berichte höre, und das waren Menschen, die damals in der Politik waren, das waren Menschen, die damals an der Grenze gestanden haben, die Befehle erteilt haben. Wenn man das also eins und eins mal zusammenreimt, dann kommt man sehr schnell zu dem Schluss, dass das alles einfach so gewollt war. So, ich muss noch ein bisschen ins Licht. Ja, was hatten wir noch? Ja, Propaganda. Ich habe ja öfters mal schon erzählt, Sachen, die mir auffallen, wo wir in der Berichterstattung eine andere Meinung vorgesetzt bekommen, die wir glauben sollen, als das, was tatsächlich geschieht. Und wir hatten jetzt den Bahnstreik. Und ihr habt sicherlich auch so in den Medien, ich habe es öfters mal im Radio gehört oder auch im Fernsehen, da wurden halt immer Menschen berichtet, die absolut gegen diesen Streik waren, die am Meckern waren und was weiß ich, was da alles für plötzlich unangenehme Situationen waren, weil jetzt die Bahn nicht fährt. Und das wurde wirklich so dargestellt, als wenn die ganze Bundesrepublik gegen diese Demonstration der Lokführer gewesen wären.
Und dann sieht man eine Umfrage, und die ist von keinem, naja, vielleicht doch kurios, aber zumindest von einem öffentlich-rechtlichen Institut oder Sender vom ZDF. Die haben eine Umfrage eingestellt, was denn die Menschen, ob die dafür wären für den Bahnstreik oder dagegen. Und das Komische ist, obwohl die immer berichtet haben, die Menschen sind alle dagegen, stimmen da plötzlich 84% der Bürger, die auf der Seite von ZDF dort waren. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das letzte Mal geschaut habe, waren es also über 12.000 Menschen, die da abgestimmt haben. 84% waren für den Streik und pro den Lokführern. Und uns wird was ganz anderes erzählt. Das sind immer wieder einfach diese Beweise, wenn man selber mal hinschaut. Und wie gesagt, das war nicht irgendwo, das war eine Umfrage vom ZDF. Und das zeigt einfach nur, dass wir wirklich immer genauer hingucken müssen, was die uns dort vorsetzen. Ja, was habe ich diese Woche noch gesehen? Die EZB will rund 1.000 Milliarden neue Euro drucken. Wollen also die Inflationsmaschine richtig anschmeißen. 1.000 Milliarden, das sind 1 Million Millionen. Das kann man sich kaum vorstellen. Was da für eine Geldflut in den Markt reingepumpt wird. Und wir können uns da schon mal jetzt auf eine stark wachsende Inflation mit Sicherheit gefasst machen. Aber in diesem Rahmen, wir machen ja nicht nur hier die Mahnwache montags, das ist einfach mal, um neue Menschen zu erreichen, um hier einfach mal wieder Vernetzungen stattfinden zu lassen, sondern wir haben auch unsere Arbeitsgruppen, und letzte Woche haben wir uns zum ersten Mal zusammengetroffen für unsere Arbeitsgruppe für eine dezentrale Zeittauschbörse. Das heißt, wir arbeiten da dran, wir fangen jetzt an. Und wir werden also eine Zeittauschbörse ins Leben rufen, wo wir Menschen einfach untereinander Dienstleistungen tauschen können, wo wir einander helfen können und wo wir dann den Euro nicht mehr für brauchen. Und es gibt ja... Es gibt ja auch viele Regionalwährungen, wenn man im Internet mal schaut, weiß ich nicht, über 50 oder 60 verschiedene Regionalwährungen. Währung ist immer so ein Problem, weil es gibt ja ein Währungsmonopol, und wir wollen ja da niemanden auf die Füße treten. Dann stelle ich mich dir jetzt am besten hin. Und vor allem wollen wir das Ganze in Ruhe aufbauen und dass es wirklich auch jedem nutzt. Und wir haben auch überlegt, was denn so das Fairste ist. Das Fairste ist eigentlich die Zeit, die wir zur Verfügung haben, jeder Mensch zur Verfügung hat und die wir vielleicht für jemand anders einsetzen. Und deswegen wollen wir in diese Richtung Zeittauschbörse gehen. Und das soll halt ausgebaut werden, und wer Interesse hat, der kann natürlich daran teilnehmen. Unsere AGs, unsere Arbeitsgruppen sind offen für alle. Das heißt, wer da jetzt auch vielleicht sich angesprochen fühlt und sagt, okay, Mensch, das interessiert mich, da hätte ich Lust dran mitzuarbeiten, herzlich willkommen. Oder eben halt auch zu den anderen Arbeitsgruppen, die findet ihr am besten im Internet auf unserer Webseite www.mahnwache-braunschweig.de, und dort könnt ihr einfach mitdiskutieren, mitmachen. Wir treffen uns von fast allen Arbeitsgruppen einmal in der Woche, und dann könnt ihr mit partizipieren. Also wir wollen nichts vorsetzen, sondern wir arbeiten alles gemeinsam. Okay, das ist so viel zum Geld, zur Währung. Dann, was habe ich noch gesehen? Ja, Spanien. In Spanien waren ja auch wieder riesige Demonstrationen gewesen. Und die Spanier bereiten sich zurzeit vor. Und zwar auf den Einsatz ihrer eigenen Bundeswehr oder ihrer eigenen Wehrmacht, oder Armee im Inneren. Und zwar zur Bekämpfung von Demonstranten. Und Soldaten haben also auch berichtet, dass also das sehr, sehr harte Übungen wären und dass so etwas also bis dato auch noch nicht da gewesen ist. Und wer sich mal umschaut, sieht, dass es überall kriselt, überall gibt es Demonstrationen.
große Demonstrationen in England, in Spanien, Italien, überall. Italien, dort versuchen sie jetzt gerade auch wieder die eigene Souveränität bzw. die Katalanen, glaube ich, sind es. Die Katalanier, die wollen, glaube ich, ihre eigene Republik ausrufen. Durften sie nicht, jetzt haben sie erstmal eine Abstimmung gemacht. Bin mal gespannt, wie es dort weitergeht, wie man den Menschen untersagen will, dass sie dort ihr eigenes Ding machen. Aber man sieht, dass hier Vorbereitungen getroffen werden, gegen Demonstranten halt vorzugehen. Und deswegen finde ich es einfach auch wichtig, dass wir einfach mehr Leute erreichen, bevor wir nicht mehr hier stehen können, aus irgendwelchen Gründen. Das heißt, sprecht einfach Menschen an. Ich habe auch ein paar Diskussionen verfolgt diese Woche. Da ging es eben halt auch darum, ja, Menschen missionieren. Ich bin auch dagegen, dass man Menschen versucht zu missionieren, weil wenn einer das nicht hören will oder einfach zu ist, zu viel Angst hat oder wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer, nicht für die Thematik offen sind, mal hinzuhören, wie die Realität aussieht, wie die Krisen momentan hier auf der Welt aussehen und dass es auch zu uns rüberschwappen kann, dann lasst ihn, dann ist er noch nicht so weit. Aber es gibt genügend Menschen, die sind offen dafür. Wir müssen sie nur erreichen, damit sie auch wissen, dass wir hier montags stehen. Es gibt genügend, die das noch nicht wissen und die dann einfach sehen, okay, hier gibt es noch andere Menschen, die sich Gedanken machen und dass sie dann auch zu uns stoßen können. Und zwar die NATO plant also größere Manöver. 25.000 bis 40.000 Mann. Und zwar als Ostmanöver. Während im Osten der Ukraine die Waffen sprechen, also die Waffenruhe ist vorbei, es laufen riesige Angriffe gegen die ostukrainische Zivilbevölkerung, das möchte ich hier nochmal ganz deutlich sagen. Also während dort die Waffen sprechen, denkt der für Osteuropa zuständige NATO-Kommandeur laut über eine groß angelegte Militärübung nach, die demonstrativ Einsatzbereitschaft gegen Russland zeigen soll. Und ich denke, dass das also auch Reaktionen oder beziehungsweise die wollen halt einfach Russland weiter provozieren. Mitten in der Ukraine-Krise stellt ein führender NATO-General erstmals große Manöver mit mehreren 10.000 Soldaten in den Grenzregionen zu Russland in Aussicht. Wir haben bisher Großmanöver von 25.000 bis 40.000 Mann nur in den westlichen NATO-Ländern durchgeführt, sagte der unter anderem für Osteuropa zuständige NATO-Befehlshaber, der deutsche General Hans-Lothar Domröse, der Zeitung Welt. Solche multinationalen Übungen können demnach bald schon auch in den NATO-Mitgliedstaaten im osteuropäischen Osten stattfinden. Ich kann mir gut vorstellen, betont der General, dass wir das in Zukunft auch in Osteuropa und im Baltikum machen. Großmanöver der NATO an ihren Ostgrenzen dürfte Russland verärgern und insgesamt wenig zur Entspannung der Beziehungen zwischen Moskau und dem Westen beitragen. Russland wirft dem westlichen Bündnis vor, seine Einflusssphäre stetig weiter auszudehnen. Man fühlt sich an die heißen Phasen des Kalten Krieges erinnert, in denen hochgerüstete Arsenale und wechselseitige Machtdemonstrationen ein Gleichgewicht des Schreckens sicherstellen sollte. Und wer es vielleicht mitbekommen hat, im ostukrainischen Konflikt standen also Teile von Donetsk und Lugansk unter Artilleriebeschuss. Und dabei wurden also zwei Kinder getötet, ich nenne es Mord. Zwei Schüler auf dem Sportplatz in Donetsk.
Und auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International spricht von einem Kriegsverbrechen. Das ukrainische Außenministerium gab natürlich den Separatisten die Schuld. Der ukrainische Geheimdienst SBU leitete eine Untersuchung ein. In Russland eröffnete die nationale Ermittlungsbehörde nach dem Tod der Kinder ein Verfahren wegen Mordes. Genau das ist die richtige Sprache. Es gäbe Hinweise darauf, dass ukrainische Sicherheitskräfte den Befehl zum Beschuss bewohnter Gebiete gegeben hätten, sagte Behördensprecher Wladimir Makin in Moskau. Die Separatisten setzen wegen der getöteten Kinder eine zweitägige Trauer an. Jetzt am Freitag wurden die beiden Kinder begraben. Die Wahlen werden dort unten in der Ostukraine nicht anerkannt, obwohl 2 Millionen, glaube ich, war die Zahl, 2 Millionen Menschen freiwillig dort zur Wahl gegangen sind. Und es wird die Souveränität der neu gegründeten Staaten von Donetsk und Lugansk werden nicht anerkannt. Und es geschieht dort unten ein Völkermord. Die Ukraine bekämpft, beschießt, ermordet Zivilisten in der Ostukraine. Und wir schauen zu. Und was für mich immer noch das Schlimmste ist, dass wir es bezahlen mit unseren Steuern, mit unseren Steuergeldern. Jedes Mal, wenn wir einen Euro ans Finanzamt bezahlen, unterstützen wir diese ganze Scheiße da unten. Unterstützen wir den Krieg. Und ich möchte das einfach nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr darauf, diese Kriege zu bezahlen, die Morde an anderen Menschen zu bezahlen. Und lasst uns Auswege finden, wie wir das ändern können. Zusammen, gemeinsam. Oh, immerhin eine gute Nachricht habe ich gefunden. Es wird uns ja immer so verkauft, dass die Menschen ja alle den Massenmedien glauben und alles wäre ja noch so am Schlafen. Und ich weiß nicht, wer so ein bisschen internetaffin ist, der kennt vielleicht Alexa. Alexa ist eine Plattform, die im ganzen Internet die Webseiten beobachtet und einfach mal schaut, wie dort die Zugriffszahlen sind. Da kann man also mal für gutgehende Seiten, also nicht die kleinen Seiten, die sind meistens nicht aufgelistet, aber gutgehende Seiten, die kann man also dort angeben und dann kann man einfach mal sehen, wie sind denn da so die Zugriffe. Und man kann also dort sehen, dass die Zugriffszahlen von April bis Oktober 2014 sowohl beim Spiegel, bei der Zeit, beim Stern, der Welt, bei der FAZ und beim Fokus alle immens in den Keller gestürzt sind. Und das ist für mich eine gute Nachricht.